Moin zusammen und willkommen hier bei meiner Kuhgarage, was eigentlich, ich soll das ja unbedingt mal sagen, die Garage meiner Schwester ist, also vielen Dank dafür. Ja, heute mit dem Jaguar I-Pace und da wollen wir mal gucken, was die Ösis hier so auf die Straße gestellt haben, weil ist zwar ein Jaguar, kommt aber gar nicht aus England, sondern wird tatsächlich in Österreich zusammengeschraubt. Wenn euch das interessiert, wie der Jaguar heute im Kuhcheck abschneidet, dann bleibt dran, nach dem Intro geht es natürlich sofort weiter. Ja, schön, dass ihr dran geblieben seid. Also, was mache ich heute? Ich sag's vorweg mal eben, für Spaltmaß-Fetischisten ist das ja ein ganz großes Video. Alle, die keinen Wert drauf legen und dann immer schimpfen, was ich denn hier mache und warum ich unter anderem zum Beispiel eine Halogenlampe dabei habe oder eben hier meine Fächerleere, die sollten besser abschalten, ganz klar, weil ihr würdet euch nur aufregen, was ich jetzt hier gleich mit diesem Auto mache. Ansonsten gibt es von mir drei Kategorien. Die Kategorie 1, sage ich immer so schön, das ist für die Menschen, die wirklich alles und gar nichts sehen. Also sprich, drei Alufelgen drauf und eine Stahlfelge ist ein Kategorie 1 Thema, gibt 10 Fehlerpunkte und darf so überhaupt nicht aus dem Werk rausgehen. Kategorie 2, das sind für, ich sag mal, normale Nutzer, die sich so ein bisschen mit ihrem Auto auseinandersetzen. Ne? Das kann schon mal sein, dass da eine Gummidichtung ein bisschen falsch im Sitz kaputt geht oder auch hier, was weiß ich, Lackläufer irgendwo zu finden sind. Also Themen, die man schon findet, wenn man sich so ein bisschen mit seinem Auto mal an einem Sonntag hinsetzt und das Auto selber wäscht. Da kommen wir dann auch gleich zu Kategorie 3. Das sind die Themen von den ganz peniblen Kunden. Das sind die, die ihr Auto dann mit der Zahnbürste putzen, die wirklich jede einzelne Lücke in ihrem Fahrzeug kennen. Und die wiederum finden dann auch solche Punkte. Das sind dann wirklich Sachen, wo ich sage, okay, ich als Qualitätsingenieur, das ist mein täglich Brot, auch solche Themen zu finden. Die wird aber garantiert kein Hersteller in irgendeiner Form nacharbeiten oder als Beanstandung aufnehmen, weil das wird wahrscheinlich irgendwie abgegolten werden als, was weiß ich, normale Fertigungstoleranzen etc. pp. Also, genau die drei Punkte werde ich aufschreiben. Danach gibt es eine Best-of-Liste. Ich werde die Themen nochmal für euch so zusammenfassen und ich werde sie euch natürlich am Fahrzeug zeigen, damit ihr genau wisst, was ich meine, was ich aufgeschrieben habe. Gut, also genug geschwafelt. Ich gucke mir jetzt den I-Pace an, da seid ihr gleich dabei. Ich spiele ein wenig Funny Music dazu, damit es nicht ganz so langweilig wird und danach sprechen wir über das, was ich gefunden habe. So, servus miteinander, ich bin durch, schön, dass ihr dran geblieben seid. War jetzt vom Test her selber sehr viel länger als das, was ich sonst vielleicht mache, außer bei Autos, die viele Fehler haben. Aber auch nur, weil ich mich, weil ich sicher gehen wollte, weil das, was ihr jetzt hier gerade seht, und es ist dunkel, ich habe lange geprüft, ist der neue Spitzenreiter. Also, er hat tatsächlich weniger Fehler in Summe als der Porsche Taycan. Somit der Jaguar I-Pace auf Platz Nummer 1 jetzt im
Ranking. Wir gucken uns das mal eben an. So, ich blende es mal eben jetzt ein. Das seht ihr jetzt. Und wir haben in der Kategorie 3, also die kleinen Fehler, die kaum jemand bemerkt, da haben wir 6 Punkte. Ich zähle nochmal nach. 1, 2, 3, 4, 5, ja, 6 ist sehr übersichtlich. Und dann haben wir 2 Themen in der Kategorie 2. Das gibt 5 Punkte dazu, sind 10. Also 2 mal 5 sind 10 plus 6 sind 16. 16 Punkte gesamt. Der Taycan hatte hier 17 Punkte und somit ist die Katze hier der neue Spitzenreiter. Lass uns das mal eben angucken. Dazu habe ich irgendwo hier auch meine Kamera. Ich packe mal eben ein. Also, wir fangen mit den Prio sei schon Kategorie 3 Themen an. Prio, so heißt das bei mir in der Firma, deswegen habe ich das gerade gesagt. Sudele, Kamera ist einsatzbereit und ich zeige euch das jetzt. Also, wir haben Fronthaube vorne, rechts und links im Spalt 2,9 zu 2,7. Das ist auch wieder hier, das kennt ihr schon. Die Fuge, die hier lang läuft, die dann unten hier in dem Bereich zusammenläuft hier. Das heißt, wir kommen da oben von etwa 2,9 und enden unten bei 2. Genau das gleiche haben wir auf der anderen Seite hier auch nochmal. Hier oben ist ja regelmäßig und wird unten minimal enger. Also 2,9 ist knapp unter 1 mm, wo ich sage, danach wird es dann schon ein bisschen blöde. Ja, in Summe steht die ganze Haube etwas unter, das tut sie aber komplett gleichmäßig, sodass ich davon ausgehen muss, weil ich es nicht besser kenne beim Jaguar, dass es so gehört. Also da ist überhaupt keine Abweichung hier zu erkennen, die steht eigentlich so in Gänze sehr, sehr gut. Dann haben wir die Tür auf der rechten Seite, die steht unten etwas raus, das zeige ich euch mal. Und zwar haben wir hier die ganz normal die Vordertür und hier unten, mal gucken, ob ich das rangezoomt bekomme, da unten diese Ecke da, die steht raus. Na, gucken, ob ich das von der, vom Licht hin, ja, also hier unten ist die Ecke, das mache ich mir selber Schatten und die guckt also hier unten und dann geht die hier so ein bisschen raus. Das ist minimal, aber es fällt halt schon ein bisschen auf, wenn man da ganz genau hinguckt. So, nächster Punkt der Kategorie 3. Das ist der Kofferraum. Kofferdeckel hinten rechts steht über bzw. unter. Was ist damit gemeint? Das zeige ich euch natürlich jetzt hier. So. Und zwar, wenn man von hier, dann ist das so, dass ich hier auf die Kante drauf gucke. Die ist dann hier weg. Und hier steht da wieder unter. Ne? Da gucke ich dann wieder auf die Kante drauf, die hier fast weg ist, hier in diesem Bereich. Und oben steht da dann wieder unter. Ist alles in so einem Bereich von 0,5 mm. Ist also so eine kleine Überwölbung des Heckdeckels. Und das war damit gemeint. Wo wir gerade am Heck sind, gibt es dann noch ein Thema, das hat er auf beiden Seiten. Das ist, und zwar sieht man das von hier ganz gut, dass hier der ganze, also hier sitzt er gut, die Heckschürze, und dann kommt sie hier raus. Das seht ihr ganz gut jetzt hier mit dem Schatten. Und der kommt hier wirklich um 0,8 raus. Ist auch ein bisschen in der Spitze, ein bisschen labil hier, aber hier ist schon wieder alles gut. Ist aber alles auch deutlich unter Millimeter und somit nicht mehr als Kategorie 3. Beidseitig. Dann haben wir Tür rechts, Lackblase, genau. Ich bin erst rumgegangen und dann habe ich die Lackthemen angeguckt. Und zwar, und das ist wirklich jetzt auch schon wieder zum Thema, jetzt immer kleinkariert. Ja, ich weiß das. So. Aber ich habe gesagt, der Wagen ist echt gut und da kann man sowas auch mal zeigen. So. Und zwar haben wir da die Lackblase. Seht ihr hier? Da. Ne?
Ansonsten hat der nichts lacktechnisch. Da sieht er echt top aus. So. So, dann was hatten wir noch? Ah, der letzte Punkt, den zeige ich euch von der Fahrerseite auf, in der Kategorie 3. Das ist so ein bisschen unten der Teppich im Fußraum. Ja, der ist einfach im Bereich der Mittelkonsole nicht schön verlegt. Wirft so ein bisschen Wellen und dazu mache ich mal eben, bereite ich mir das Licht vor, damit man das sieht. So. Übrigens hat auch der Jaguar keine Abdeckung im Fußraum, wo wir bei dem Thema gerade sind hier. So, da ist das Licht. Und hier, in dem Bereich hier unten, das ist hier komplett wellig. Gucken wir, ob ich da noch besser ins Licht kriege hier. So, seht ihr das? So, hier oben kann ich auch so ein bisschen. Ne? So, und hier seht ihr den Knick hier. Also das ist wirklich, das ist eine Kleinigkeit, ne? Auch von hier, da seht ihr richtig, wie da wird der Teppich so ein bisschen einknickt, wegknickt hier. Das ist halt nicht so schön. Aber das ist eine Kleinigkeit und deswegen auch nur Kategorie 3. Einmal der Teppich Fußraum. Alter Mann, und jetzt kommen wir zu den beiden Kategorie 2 Themen. Also, das sind eigentlich Themen, die sind ganz dicht beieinander hier. Da kann ich eigentlich schon mein Equipment weglegen, weil das sieht man hier sehr, sehr gut. Einmal ist es an der A-Säule hier oben. Gucken, wie man es besser sehen kann. Vielleicht so. Seht ihr hier das Gummi? Das ist wie bei meinem ID3, steht das hier komplett ab, ist verformt. Hat aber hier nichts mit einer Tür zu tun oder so. Mal gucken, ob ich das irgendwie so drauf kriege, dass man das da richtig sieht, dass es verformt ist. Ne? Also es steht hier, seht ihr, das steht hier richtig ab und ist auch, also geht auch hier so weg. Das ist das eine Thema. Und wo wir jetzt gerade hier sind, mache ich gerade das andere Thema mal mit. Dazu positioniere ich mich mal so, dass man es auch schön sieht. Das ist nämlich komplett der Spaltverlauf der Tankklappe oder der Ladeklappe, die hier sehr, sehr eng ist. Ja, also wir hatten hier irgendwie 0,9 gemessen, hatte ich hier. Und hier an der breitesten Stelle, das ist hier ungefähr, hat er 2,1 mm. Also die ganze Passung, das sieht man so, glaube ich, ganz gut, die ist hier so aus dem Rahmen. Also was heißt aus dem Rahmen? Das ist jetzt nichts Wildes, ne? Aber es ist halt, ich habe immer mal gesagt, so messtechnisch möchte ich da keine Abweichung haben von größer als 1 Meter, rechts zu links, links zu rechts, oben, unten. Und da sind wir hier in diesem Fall raus. Okay, so viel dann zum Jaguar I-Pace. Wir haben also einen neuen Spitzenreiter. Ich blende euch mal eben jetzt die Tabelle ein, die seht ihr jetzt. Dazu gehe ich vorher ins Licht, damit ihr mich hier auch seht. Und da seht ihr jetzt, dass der I-Pace mit einem Punkt genau vor dem Taycan liegt. Also, jetzt heißt es, wer schlägt die Katze und nicht mehr, wer schlägt den Taycan. Ich bin wirklich sehr zufrieden mit dem Auto. Es steht top da. Der hat inzwischen 12.000 Kilometer runter, knapp 13. Hat ein paar Steinschläge im vorderen Bereich, aber sonst ist der Lack zum Beispiel, weil jeder sagt immer, weiß ist so schwer zu lackieren. Pustekuchen. Ganz im Ernst, der steht lacktechnisch mit weißem Lack genauso gut da wie mein ID3. Das sind dann Themen, die wir beim Tesla gesehen haben, wo es dann vielleicht schwieriger aussieht, als es ist. Hier gibt es kein Clouding, hier gibt es keine Lackeinschlüsse, außer diesen einen kleinen Lack, den ich da gesehen habe, diesen einen Lackblase. Das ist aber Pipi-Kram. Und von daher muss man sagen, verdienter erster Platz an den Jaguar I-Pace. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Denkt dran, Montag 8 Uhr die News mit Schwung. Und ansonsten heißt es natürlich Daumen hoch, Kanal abonnieren. Und dann seht ihr auch beim nächsten Mal wieder den neuesten Q-Check. Ja, was liegt jetzt noch an? Jetzt haben wir diverse Fahrzeuge. Kona haben wir jetzt auch schon gehabt. Der Ioniq kommt. Ich werde mir den ID3 nochmal aus dem Fastlane-Prozess natürlich ansehen. Wir gucken natürlich jetzt auf eine Zoe demnächst und auch noch auf einen der Drillinge. Also freut euch, das wird immer weiter so gehen, bis mir irgendwann keiner mehr ein Auto freiwillig gibt. Ich bedanke mich, bis bald, ciao!